Hi ihr, ich habe euch ja im letzten Video gefragt, ob ihr gerne ein Video hättet zum Thema Norwegenreise, weil die ja bald ansteht bei mir. Und ich habe keine Stimme gehört, die das nicht haben möchte. Insofern bekommt ihr das jetzt schon mal vorab. Also die Reise ist noch nicht geschehen oder auch noch nicht im Gange, aber sie steht bald an. Und ich wollte euch jetzt erstmal den groben Plan sagen, wo es hingeht und dann auch vielleicht darum bitten, dass, wenn ihr schon mal da wart, je nachdem, was ich euch gleich erzähle, oh Gott, ich hoffe, man hört die Straße nicht so doll. Ich habe hier extra, falls man das so ein bisschen sieht, ein altes Handy, wo ich meine Sprache mit aufnehme, damit es nicht ganz so schlecht ist von der Quali. Ich hoffe zumindest, dass es hilft. Ich hoffe, dass ihr mir vielleicht ein paar Tipps gebt, was man vor Ort eventuell machen kann. Genau. Also, erstmal fahren wir nach Kiel und von dort aus mit der Fähre nach Oslo. Das Ganze wird wohl 20 Stunden dauern. Ich bin hart gespannt, wie das alles klappt und wie es an Bord ist und ob ich da schlafen kann oder nicht. Also wir fahren dann irgendwie am Ende noch so ungefähr 6 Stunden, meine ich, so durch den Fjord nach Oslo rein. Wow, wie erklärt man das? Also es wird wohl die Fahrt an sich gegen Ende auch noch ziemlich cool sein, hoffe ich zumindest. Und dann kommen wir in Oslo an, fahren von dort aus, also wir bleiben nicht in Oslo, fahren von dort aus nach Hønefoss. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, ich hoffe es. Weil dort ein Bekannter wohnt, lebt. Ist auch Norweger, ist kein Deutscher. Und wir haben dann aber dort eine Unterkunft, nicht bei ihm direkt, sondern in der Nähe. Und bleiben da auch nur 3 Tage. In der Zeit ist wohl noch ein anderer Deutscher da. Auch ein Bekannter von dem Norweger. Und dann haben wir so ein bisschen vor, in den 3 Tagen so ein paar gemeinsame Ausflüge zu machen, eventuell nach Oslo und ja, so verschiedene Sehenswürdigkeiten aus der Gegend. Also da sind wir, denke ich, schon ganz gut so versorgt mit, was man so machen kann. Ich werde auch versuchen, immer ein bisschen mitzufilmen. Es ist natürlich, wie ihr euch denken könnt, etwas awkward, wenn man da so filmt, während andere dabei sind. Das konnte ich ja nie so gut. Ich stelle mich ja schon an, wenn ich alleine bin. aber ich gebe mein Bestes. Dann nach diesen 3 Tagen fahren wir von Hønefoss mit der Bergenbahn nach Bergen. Das ist eine Zugverbindung, die geht von Oslo nach Bergen und das ist eine direkte Verbindung. Und das ist, glaube ich, auch so ein Touristending, weil das eben von der Landschaft her mit der Strecke wohl sehr, sehr schön sein soll. Also da ist auch quasi so mit der Weg das Ziel, dass man so ein bisschen unterwegs alles Mögliche sehen kann. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Bin sehr gespannt, ob wir die Sitzplätze gut ausgewählt haben oder nicht. Das gucken wir dann mal. Und ja, wir haben halt schon alles vorab gebucht, weil es wohl günstiger ist, das vorab zu machen. Und wir haben aber auch alles, auch die Fähre mit so einer Versicherung gebucht, falls wir krank werden, falls irgendwas ist. Man weiß ja nie heutzutage, deswegen, genau, haben wir da uns lieber abgesichert. Dann, wenn wir in Bergen angekommen sind, bleiben wir dort auch für eine ganze Woche. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage an euch, was kann man Cooles machen? Wir haben jetzt halt gesagt, okay, wir machen es jetzt ein bisschen wetterabhängig, deswegen buchen wir da noch nicht wirklich was vorab. Und wir müssen halt schauen. Es ist halt so, dass es dort ziemlich viel regnet und das ist erstmal nicht schlimm, wir sind nicht aus Zucker. Aber je nachdem, wie es regnet, wie doll es regnet, ob es stürmt, weiß ich nicht, da macht man ja nicht alles. Also weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht eine Hafenrundfahrt machen, wenn, das machen die wahrscheinlich sogar auch gar nicht, keine Ahnung. Aber ja, wenn ihr für Bergen vielleicht irgendwelche Tipps habt, wäre ich euch mehr als dankbar. Das wäre wirklich cool. Es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt jeden Tag irgendwie unbedingt krass was machen müssen. Eventuell holen wir uns noch einen Mietwagen, das weiß ich noch nicht. Ob das vielleicht auch kompliziert ist, keine Ahnung, noch nie gemacht. dass man aber vielleicht da so ein bisschen flexibler ist, weil wir sind ja mit dem Zug dann angereist und haben dann kein Auto.
Ja. We'll see. Ich fand es halt cool, wenn man noch so ein bisschen rausfahren könnte. Ich weiß aber nicht, ob man da unbedingt ein Auto für braucht. Vielleicht geht das auch einfach mit dem Zug. Aber ich fände es halt cool, wenn man einfach so ein bisschen losfährt und dann irgendwo stehen bleibt, wo es cool ist. Es ist halt so, ich mag sowas, wenn man einfach so drauf losfährt. Ja. Genau, dann sind wir eine Woche in Bergen und dann fahren wir wieder zurück. Also wir lassen das Auto in der Zeit, wo wir in Bergen sind, bei einem Bekannten. Und dann fahren wir zurück und holen das Auto wieder ab. Und haben dann nochmal eine Unterkunft in Bærum, heißt der Ort. Das ist ja nicht so weit weg von Oslo. Und dort sind wir dann auch nochmal 3 Tage. Und da ist dann auch so ein bisschen der Plan, halt da die Gegend zu erkunden und nach Oslo fahren zu können, weil das halt nicht weit weg ist. Ja. Genau. Also falls euch hier spontan irgendwas einfällt, wo ihr sagt, oh ja, das ist da voll in der Nähe und da müsst ihr hin, gerne her mit Tipps. Da würde ich mich total drüber freuen. Ja, ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Ich habe so ein bisschen Lebensmittel schon mal eingekauft, weil das dort oben halt recht teuer sein soll. Und ich da so ein bisschen einen auf kleinen Selbstversorger machen möchte. Jetzt nicht kontinuierlich, ich möchte auch vor Ort Sachen probieren, ist klar. Aber ja, alles, was nicht unbedingt sein muss. Wobei ich 100 pro vor Ort bin ich erstmal so, boah, und das und das und das probieren und kaufen. Ja, aber mal sehen, mit wie viel ich da wieder zurückkomme. Ich bin gespannt. Ja, sonst weiß ich gar nicht, was ich euch noch erzählen kann. Aber dann wisst ihr zumindest schon mal grob, was der Plan ist. Ja, und wie gesagt, ich freue mich über Tipps. Das Video dient eigentlich gerade eher so ein bisschen, dass ihr mir helfen könnt, was man so machen kann. Weil manchmal bin ich da auch einfach so ein bisschen lost, wenn ich dann irgendwo bin und ja, voll gefreut und dann so, ja, und was mache ich jetzt hier? Ich bin klar, man kann sich vorab erkundigen. Wir haben auch schon auf so einer Webseite geschaut, dass man irgendwelche Sachen buchen kann. Aber wie gesagt, wir wollen es auch ein bisschen wetterabhängig machen, deswegen, klar, Museen gehen auch bei ganz schlechtem Wetter, aber jetzt jeden Tag Museum wäre halt irgendwie auch ein bisschen doof. Ja, ich würde sagen, das ist dann mal ein kurzes Video, aber muss ja auch nicht mal so lange sein. Ist ja auch für viele nicht so toll. Die meisten schalten ja nach 3 Minuten ab. Insofern ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich freue mich total über eure Kommentare. Könnt ihr auch bei Instagram mir schreiben, das ist auch kein Problem. Genau, ich denke mal, auf Instagram werde ich in der Zeit dann auch ein bisschen mehr posten, irgendwie. Ich würde total gerne mehr auf Instagram machen, dann denke ich immer so, ja, aber irgendwie, was hast du denn zu erzählen? Nix. Das ist so total doof. Ich weiß auch bei anderen, das ist mir total egal, was die erzählen. Ich gucke mir das total gerne an trotzdem, aber ich weiß nicht, man selber oder ich bin mir da selbst immer ein bisschen im Weg. Naja, ich wollte jetzt auch gar nicht noch weiter schwatzen. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr Ideen habt und selbst schon mal irgendwie in den Orten wart vielleicht. Und ja, dann wird das nächste Video wahrscheinlich schon irgendwie so ein Reiseding sein, wenn wir unterwegs sind. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr auch. Okay, dann bis zum nächsten Mal und schon mal vorab danke für alle lieben Tipps. Tschüssi! Ich mache es immer. Ist auch geil, wenn du im Dorf bist und weißt nicht, ist das jetzt ein Mann, der redet komisch oder ist es eine Kuh, die muht? Hi, ich habe euch ja im letzten Video gefragt. Oh, wow.